So, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Thief Gold. Inzwischen Folge 26. Ja, ich glaube schon. Genau, wir sind immer noch hier unten bei der tollen Gilde. Hier, das müsste es sein, ne? Jo. Wo waren wir denn hier jetzt? Ach ja, genau. Ach, der Spacko kommt gleich, ne? Dem wollte ich, glaube ich, hier so dann eine überziehen, war, glaube ich, mein Plan. Weil er jetzt in die andere Richtung geht. Wir könnten auch, warte mal, wir können auch so lange mal den hier machen. Ah, der ist klar. Mein Sniper-Skill hier mal wieder over 9000. Hey, guck mal. Wo ist deine Geldbörse? Ich will die Geldbörse. Gib mir die Geldbörse. Mal, jetzt haben wir wieder einen von den guten. Hallo. So, wieder einen von den guten Wasserpfeilen hier. Wo denn? Hallo? Okay. Come back out here, you. Hat doch ganz gut funktioniert. Kann man, glaube ich, tendenziell mal speichern. Ha, ich glaube, es sind Moospfeile. Was geht hier so ab? Nichts, okay. Ah, da geht's irgendwo hin. Hier scheint nichts mehr rumzugammeln. Wenn wir mal da hochgucken, ich würde mal sagen, wir schauen mal kurz da oben. Da ist ein Schalter. Ach, wetten, das ist jetzt die Secret Door. Geil. Die hätten wir wahrscheinlich von außen auch echt nicht aufmachen können, oder? Glaub nicht. Cool. Witzige Angelegenheit. Ich glaube, ich nenne diese Episode "Wir finden die gesuchte Tür" oder sowas in die Richtung. Keine Ahnung, warum ich jetzt schon wieder speichere. Ja, ich speichere gerne. Warte, da läuft irgendjemand lang. Hält aber noch eben Schritte. Ja. Hier sind irgendwo Schritte. Geil, hier stehen erstmal Explosives rum. Oh geil, so eine Flashbomb. Wie so ein mega fettes Etwas. Ist richtig unauffällig. Aha. Ja, also hier die Leute, die verstehen sich alle anscheinend wunderbar in der Diebesgilde. Naja, wir wollen ja daraus Profit schlagen.
nicht, wo der Kerl rumläuft. Hier irgendwo drüber oder da vorne, wo wir jetzt gleich hochgehen wollen eigentlich. Also hier. Also zumindest hatte ich jetzt mal davor, da hoch zu gucken, was da so abgeht. Gehen wir mal auf die Map. Dann sind wir hier in dem Mittelding. Ja, wo ist denn dann dieses Overlords-Geschissens? Immer diese Musik. Okay, das, aber wir können uns schon mal merken, dass wir hier dann wieder rauskommen zur Straße. Wo ist dieses Kack-Overlords-Fancy-Gedöns? Das muss doch dann hier irgendwo sein. Das ist ja. Da oben muss irgendwo einer rumgammeln. Den Geräuschen nach. Das gibt's doch nicht. Das muss doch hier irgendwo sein. Also das, der Mittel. Von hier aus muss man doch irgendwie da hinkommen. Also wir sind jetzt schon im Mittelteil. Also dieser Gang hier, oder? Das ist dann der Übergang vom Mittelteil, oder? Ja. Aber hier sind wir eins drunter. Das bedeutet, hier oben drüber müsste es irgendwo zur Overlords Fancy gehen. So da lang. So hier, so in der Richtung. Na gut, hier haben wir jetzt schon mal. Ach, keine Ahnung. Vielleicht kommt man auch nur von da oben lang hin. Vielleicht kommt man nicht von hier unten hin. Vielleicht muss man oben rumgehen. Ich weiß es nicht, Kinder. Ich finde es ein wenig verwirrend. Speicher mal lieber. Man weiß ja nie so genau bei diesem Spiel. Dieses Ding hat mir jetzt dezent erschreckt. Cool. Cool, nichts drin. Eine verriegelte Tür. Warte, wo sind wir? Aha. Das da, oder wie? Interessant, interessant. Ja, gut, schauen wir einfach mal. Vielleicht finden wir wenigstens ein bisschen Loot. Geil, Moospfeile. Können wir das hier bitte? Das können wir es nicht rausheben? Ich höre hier immerhin. Oh shit. Did we? You Taffer, if we pulled a job on one of Ramirez's people, it would be war. Well, who then? Probably Garrett. He's the only one sly and foolish enough to pull a job like that. What's going on? It was nothing, I guess.
Okay, die wissen, dass ich dieses komische Zepter da mal geklaut habe anscheinend. Okay. Was haben wir hier so? Das da. Ist das? Das kann man bestimmt auch noch rumschmeißen, oder? Das bringt auch kein Geld. Mal, da oben liegt auch irgendwas drauf, oder? Cool. Na, kommt der her? Hört sich nicht so an. Hört sich doch so an. Geh weg. Okay, er murmelt irgendwas. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt bei der Aufnahme. Ich kann aber auch nicht verstehen, was er murmelt. Speicher mal. Vielleicht nicht den. Vielleicht brauchen wir den noch. Ich muss ja eigentlich mal hier gucken. Hoppala. Ich glaube, jemand kriegt gleich einen Knüppel auf den Kopf. Ich speichere mal besser. Sieht mir hier doch etwas risky aus. Kommt irgendjemand. Kommt da vorne jemand? Wo sind wir denn? Immer noch hier. Ha. Okay. Gerade nicht. Ja, doch hier lang oder doch lieber die andere Tür? Oh geil, hier sind wieder so. Fuck. Nein, geh weg. Eine Woche schon mal weg. Ah, hier ist wieder so ein Riesenareal. Super. Und da vorne war auch noch eine Tür, ne? Andere Richtung. Jetzt gucken wir, glaube ich, erstmal hier. Gucken wir erstmal hier entlang, würde ich vorschlagen. Hallo? Ah, hier. Ah, ich glaube, hier kann man einiges looten, aber ich glaube, hier gibt es auch mehr Wachen.
Geht's jetzt auf? Das hört sich, glaube ich, ganz gut an. Geil, eine Mine. Also ich glaube, wir müssen uns jetzt irgendwie mal hier drunter durchschleichen. Was ist das da an der Wand? Da steht wieder irgendwas. Also ich glaube, wir müssen uns jetzt hier mal entlang schleichen mit dem Kerl. Es gibt ja eine Tür, wo man ihn dann einmal überziehen kann. Und ich speichere natürlich mal. Ah ja. Auch direkt hier vorbei, da kann sich dann nur von hinten an den anschleichen. Ja, hier können wir uns, glaube ich, gut von hinten anschleichen. Wollen wir das machen? Ich glaube, das machen wir jetzt mal. Vorsichtig. Alles klar. Der hat Beste. Habt ihr gesehen? Hier, der kann um die Ecke schießen, ja? Das ist bitte der Master auf Bogen. Ja? Der ist mega cool hier, der Kerl, ja? Der ist einfach... Bam, Junge! Ja, ich komme. Ja. Ja, Leute. Ja, Leute, ich würde sagen, den Kerl versuchen wir uns in der nächsten Folge zu holen und hier weiterzumachen. Bis dahin, ihr seid raus. Ich bin's auch.